So, dann würde ich sagen, willkommen zum zweiten Patchwork-Duellturnier auf Patchwork, auf dem deutschen PvP-Server Patchwork. Und genau, wir fangen gleich an. Ich stelle nochmal kurz die Teilnehmer vor. Und bevor ich die vorstelle, werde ich erstmal auf die Regeln eingehen, damit ihr auch einfach Bescheid wisst, okay, was haben wir heute für Regeln einfach. Also, wir haben, jeder Level 60-Char konnte teilnehmen. Ihr konntet euch quasi eine Woche lang bewerben. Wir haben 8 Teilnehmer gefunden. Wir haben mir alle 15 Gold geschickt. Das heißt, wir haben schon mal einen Preispool von diesen 8 Leuten von 120 Gold. Dazu kommt dann noch 100 Gold von EasyPlay. Danke an EasyPlay an der Stelle. 100 Gold von Old Division. Und 100 Gold von Vanilla, glaube ich noch. Von den 3 Gilden. Und nochmal 100 Gold von einem privaten Spender, den ich leider gerade vergessen habe, aber auch danke an dich. Der erste Platz bekommt heute 50% des Turniergolds. Das bedeutet, wir haben, ich habe den Rechner auf hier, wir haben 570 Gold geteilt durch 2. Der erste bekommt 285 Gold. Okay, alles klar. So, der zweite bekommt 30% und der dritte 20%. Also quasi, ja, könnt ihr euch selber ausrechnen, werden wir nachher dann machen. Zwischen jedem Duell wird eine Minute pausiert. Ich werde es immer hier mit der Stoppuhr machen, dass wir quasi nach jedem Duell eine Minute Pause haben. Dadurch haben wir quasi gleiche Bedingungen. Ne? Man kann jetzt nicht mega lange auf seine Cooldowns warten und so weiter. Das ist eigentlich relativ fair, finde ich. So, dann wichtig, auch gerne die Leute, die auch anwesend sind, müssen darauf achten. Wir haben so ein paar Regeln, dass sich die Teilnehmer auch dran halten. Ne? Denn wenn sich da jetzt die Leute nicht dran halten werden, so, dann werden wir irgendwie halt diesen auch vom Turnier ausschließen, können sie nicht mehr mitmachen. Und zwar, man darf keine Consumables verwenden, die ich in irgendeiner Art und Weise heilen. Das heißt, keine Tränke, keine Fellwood-Pflanzen und so weiter. Ihr dürft euch nicht healen mit irgendwelchen Sachen. Ihr dürft auch nur eure eigenen Buffs quasi haben. Also nicht irgendwie Only-Buff oder Pipapo. Also Buffs von anderen Klassen sind nicht erlaubt. Was ihr allerdings machen könnt, ich sehe schon, der ein oder andere hat sich hier schon den ein oder anderen Buff gegönnt. Ihr dürft euch Tränke reinklatschen vorher, wie es hier Two Girls eindrucksvoll quasi vormacht. Genau, ihr dürft Geh ausgleichen, ja. Ihr dürft euch, wie gesagt, Tränke reinballern, allerdings folgende Sachen dürft ihr nicht. Ihr dürft keine Gesundheitssteine verwenden vom Hexenmeister. Ihr dürft keine Goblin Zapper Charges machen, also diese fette, ne, Ingi-AOE-Bombe. Ihr dürft keine Titan Flask verwenden, keine Supreme Power und keine Flask of Distilled Wisdom. Das dürft ihr nicht. Ihr dürft den Läuterungstrank nicht verwenden, den begrenzten Unverwundbarkeitstrank auch nicht. Ist auch wichtig, wenn ihr den irgendwo sehen wollt, werdet mich bitte darauf aufmerksam machen. Schutztränke gegen Magiearten, also zum Beispiel großer Feuerschutztrank oder Naturschutztrank, auch nicht erlaubt, weil es halt einfach langweilig wäre. Genau, Magie-Widerstandstrank auch nicht erlaubt, Elixier des Giftwiderstands auch nicht erlaubt, Regenerationstrank, der quasi die Debuffs von euch immer wegnimmt, auch nicht erlaubt. So, jetzt haben wir eine Sonderregel, die ist wichtig. Da bitte auch drauf achten. In einem, also ein Duell besteht immer aus 3 Duellen. Wer davon 2 gewinnt, der ist eine Runde weiter. So. Und in diesen 3 Duellen darf jeder einmal eine Free Action Potion verwenden. Ja, das heißt, in einem Duell darf jeder quasi Teilnehmer eine Free Action Potion verwenden. Ne, also wer quasi keine hat, kann gerne nochmal kurz ins AHA rennen, sich eine holen oder irgendwie hier irgendwie noch traden von jemandem. Genau. Ich will nochmal kurz die Teilnehmer vorstellen hier. Also wir haben Bebo, der hat das letzte Turnier gewonnen. Krieger mit sehr gutem Gear eigentlich. Bin mal gespannt, wie sich dieses Turnier schlagen wird. Wie gesagt, er wird sicherlich auch eine Free Action Potion dabei haben. Und bin mal gespannt, ob er auch wieder so weit kommen wird. War auch eher unerwartet, dass ein Krieger sich so gut schlagen wird. Tatsächlich, aber er hat tatsächlich das Turnier gewonnen. So, Bexel war auch schon dabei. Ist auch relativ weit gekommen, das letzte Mal auch relativ gut equipped. Ich weiß jetzt nicht, welche Skillung er hat. Und wenn wir ihn betrachten könnten, so auch, ne, relativ gut equipped. Viele Epics, Petitions Blade am Start. Ja, dann haben wir Firemage, war auch schon mal dabei. Immer noch Feuer oder mittlerweile Frost, weiß ich gar nicht.
Wahrscheinlich Frost umgespeckt war. Letztes Mal war es noch Feuer. Mal gucken. Er hat auch schon mal mitgemacht. Nicht full epic, aber ja, dafür relativ viel PvP-Gear. So, dann haben wir zwei neue Leute. Und zwar den ersten Shadow hier an der Stelle mit Joyous. So. Das ist einfach so nervig, dass man die Leute nicht direkt betrachten kann. Ne? Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, gucken wir uns das Gear hier an. Ja, ne? Jo, ein paar blaue Items, ne? Ja, okay, Bannfluch. Wie gesagt, bei Shellos ist einfach auch irgendwie relativ egales Gear, die sind einfach OP. So. Mortise hat auch schon mal mitgemacht. Mortise, heute Soulink oder kein Soulink? Was geht bei dir ab? Gerne mal die Info an der Stelle. Oh, okay, Full. T1 Equip, das T1 Set ist sehr gut für Warlocks im PvP. Von daher bin mal gespannt. Wenn er Soulink ist, dann sollte er auf jeden Fall hier eine gute Chance haben. Geheim, ach so, okay, ist noch geheim, ob er Soulink ist oder nicht. Ja, gut, jeder hat hier seine Taktiken, Leute. Es geht um 285 Gold, Leute, wisst ihr Bescheid. Dann haben wir hier noch den Porsche-Fahrer. Jetzt glaube ich echt mit der beste Name von den Teilnehmern. Okay, gut, also Porsche-Fahrer hier, gucken wir mal ins Gear rein. Ja, auch jetzt nicht irgendwie full epic. Ein oder andere Epic ist auf jeden Fall am Start, Bannfluch natürlich auch. Und ja, gucken wir mal. So, und dann haben wir noch Sora Zero, ich glaube, der erste Hand am Turnier, ne? Ja, Mortizo, ich hoffe, du hast Schatz dabei, lull. So, Sora Zero hat auch, oh ja, oh, okay, 2T2 Teile, Full T1, oh, okay. Das wird auf jeden Fall auch interessant. Der ein oder andere Buff läuft auch schon hier. Okay, also die Leute haben wirklich, Goldprobleme. Man merkt es auf jeden Fall. Die Leute wollen hier gewinnen und das Gold heute mitnehmen. Das liegt wahrscheinlich an der BWL-Vorbereitung. So, und dann noch Two Girls, ein Mage, der zweite Mage hier. So, wenn wir ihn dann noch betrachten können. Okay. Ja. Kenne ich gar nicht, das Set hier. Okay. Ja, jetzt auch nicht so mega viele Epics, aber wie gesagt, Mage auch. Ja, hier relativ guten Stab. Ingi ist da auch. Ne? Magier sowieso immer auch so ein bisschen gear-unabhängiger gefühlt. Gut, ich bin gespannt. Ich würde sagen, das sind die Teilnehmer, Leute, wisst ihr Bescheid. Gerne mal eure Vermutungen zwischendurch auch mal immer wieder in den Chat rein, was ihr denkt, wer hier heute gewinnen wird. Wird es ein Shadow werden oder hat der Warlock die ganze Geschichte schon in der Tasche? Wir werden mal gucken. Also, dann würde ich sagen, die beiden Teilnehmer, Sora Zero und Two Girls waren, glaube ich, ne, hatte ich gesagt. Ihr hattet, glaube ich, die höchsten Zahlen gerollt. Genau, dann bitte mal beide mitkommen zur Duellfläche. Jetzt müssen sich alle nochmal so ein bisschen quasi neu orientieren. Einmal umdrehen quasi und hier wird jetzt quasi die Duellflagge vor mir passiert und dann beginnt auch schon das Turnier. So, ihr könnt euch dann herausfordern. Wie gesagt, ihr habt eine Free Action Potion für die drei Duelle. Wir haben einen Mage gegen einen Hunter, Leute. Und was glaubt ihr? Was glaubt ihr? Gewinnt der Hunter? Gewinnt Sora Zero, der Hunter, gewinnt der Mage, Two Girls? Ja, interessantes Matchup. Ich denke mal, Two Girls wird hier auf jeden Fall versuchen, relativ schnell, ich mache hier nochmal die Balken, relativ schnell in den Nahkampf zu kommen. Wir gucken aber mal. Achso, ihr könnt natürlich noch den Raid verlassen, wenn ihr das wollt. Und ich lade euch danach wieder ein. So, wir gucken mal. Die Falle steht. Das Pad wurde direkt raufgeschickt. Blinzeln und der Hunter kann aber direkt relativ gut kiten hier. Er schiebt das Pad, okay. Geht in Nahkampfrange, so wie ich es vermutet hatte. Versucht hier die Eisbarriere, aber er ist halt unglaublich schnell einfach, ne? Ja, und da ballert weiter drauf, ballert drauf und ja, eigentlich ist es mehr oder weniger schon verloren. Dann noch der Kältekegel, nochmal geslowt. Die Nova in den Scattershot und er benutzt auch den Block. Okay, interessante Wahl, hätte ich mir vielleicht an der Stelle fürs nächste Duell aufgehoben. Dann noch die Granate, kommt leider nicht mehr durch. Sora Zero holt sich hier das erste Duell. Und ja, natürlich auch extrem gebufft, ne? Also der Buff zum Teil am Start, die kenne ich gar nicht.
Buttermilch, Küsschen hier irgendwie, keine Ahnung. Aber hey, dunkle Versuchung. Wie gesagt, wenn euch irgendwas auffällt, Leute, was nicht erlaubt ist, sagt mir gerne Bescheid. Aber ich kann jetzt hier nichts erkennen, was man hier nicht verwenden dürfte. Ja, 1-0 für den Hunter. Ich weiß auch nicht, was er für eine Skillung hat. Ich sah ein bisschen danach aus, dass er irgendwie auch im Nahkampf echt gut Damage machen würde. Ehrlich gesagt. Ich glaube, es sind die Survival Hunter oder so, ne? Die auch im Nahkampf dann irgendwie noch ein bisschen reinballern. Keine Ahnung. Wir gucken mal. Achso, jetzt habe ich den Timer gar nicht gemacht, aber ich würde sagen, ihr könnt anfangen. Ihr könnt euch herausfordern und nächste Duell dann an der Stelle beginnen. So, ich habe jetzt mal den Hunter im Target, eben hatte ich den Mage im Target. Das ist halt nicht so leicht, wenn hier noch viele Leute rumeiern. So, da ist die Trap direkt, liegt direkt und dann kommt direkt der Weapon Sting. Und hier wurde, glaube ich, gerade der Goblin Ingi-Helm verwendet, kann es sein? Er hat sich irgendwie rangecharged gerade. Okay, Frostbolt kommt durch, ist aber noch eingefrostet. Da kommt sehr viel Schaden, okay. Ach, die Free Action Potion wurde, glaube ich, hier verwendet. Und Two Gods, okay, er kommt. Oh, da kommt er gerade relativ viel Schaden auf den Hunter durch. Problem ist halt aber erst gleich Ja, versengen, okay, er versucht ihn hier irgendwie down zu zirgen. Er ist relativ low gerade. Vielleicht die Teilnehmer etwas mehr Abstand von den Duellanten. Das wäre für die Übersicht etwas anschaulicher. Okay, Zero geht hier echt low. Und Problem ist halt aber, Two Gods ist komplett Hat hier, glaube ich, den Mana Gem verwendet. Er wird hier nochmal eingefroren, der Hunter. Und da geht er down, wenn er noch. Nachtag gemacht. Ja. Tatsächlich. Two Gods holt sich hier den Win an der Stelle. Hätte ich nicht gedacht. Richtig, keine Minute Pause. Habe ich gerade vergessen. Jetzt machen wir die direkt an. Sorry, hier oben läuft der Timer. Genau in einer Minute. Ich schreibe es immer noch mal kurz hier rein und in einer Minute geht es quasi weiter. Gut, jetzt, ich weiß gerade nicht, ob der Hunter schon die Free Action Potion verwendet hat. Wenn er das schon gemacht hat, dann sollte es schwierig werden unter Umständen. Wobei natürlich auch der Mage seine Free Action Potion schon verwendet hat. Das hat, glaube ich, auch echt gerade geholfen. Bitte noch 20 Sekunden warten. So, wie gesagt, die Teilnehmer gerne so ein bisschen weiter von den Duellanten. Vielleicht einen Kreis bilden, wäre nicht schlecht. Dass wir dann hier auch das so ein bisschen besser auch beobachten können, das wäre nicht schlecht. Genau, so, ihr könnt anfangen. So, wie ich es vermutet hatte, ne, der Hunter benutzt seine Free Action Potion hier und das ist kaum schaffbar, glaube ich, für den Mage. Er kann hier nicht peelen dadurch. Ja, geht jetzt relativ schnell Okay, hier kommt der Magic Dust. Okay. Und er schiebt. Lol, okay. Und er schiebt das Pad, wenn es denn durchkommt. Oh, das ist natürlich. Stimmt. Den Magiestaub haben wir nicht verboten. Lol. Das könnte tatsächlich hier nochmal eine Chance für ihn bedeuten. Ach so, okay. Er gönnt sich hier richtig gerade. Okay. Ja Mensch, das nenne ich mal eine sehr interessante Wendung an der Stelle. Ich weiß nicht, ob er noch einen Block ready hat. Ja, das Problem ist, hier kommt jetzt die Falle. Wurde die widerstanden gerade? Das ist natürlich okay, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet gerade. Aber Two Girls hat hier gerade sehr gute Chancen, dass er tatsächlich hier den Win noch bekommt. Er blinzelt direkt hinterher, wie gesagt, Magier in Duellen gegen Jägern. Immer Nahkampf suchen, Leute. Weil alles andere ist mehr oder weniger sinnlos. Die Frage ist, ob Two Girls hier noch genug Schaden machen kann, bevor er quasi down genuked wird. Ah, und nein! War sehr, sehr schönes Duell, Leute. Wirklich sehr, sehr schönes Duell. Two Girls sehr, sehr gut gekämpft. Muss ich wirklich sagen, an der Stelle also sehr, sehr gut gekämpft. Wirklich. Hätte ich nie im Leben gedacht, dass das nochmal so knapp werden würde. Sehr, sehr schade, dass Two Girls an der Stelle hier schon ausscheidet. Ja, sehr, 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 sehr schade. Aber ich glaube, die beiden kennen sich auch. Ja genau, sind ja auch Gilden-Member. Schade, aber Glückwunsch an Zorazero, der quasi hier eine Runde weitergeht. Und bitte mich anschreiben, dann invite ich euch wieder in den
Rate die Teilnehmer, wenn ihr wollt. So, dann die nächsten Teilnehmer. Ja, bitte Leute, so ein bisschen mehr an vielleicht hier auf die Steine so ein bisschen gehen zum Zuschauen und vielleicht auf die Straße, damit wir hier in der Mitte so eine freie Fläche haben. Das wäre, glaube ich, ganz cool. So, dann machen wir direkt weiter. Und zwar die nächsten Kontrahenten sind Bebo, der Krieger, gegen Firemage. Bebo gegen Firemage. Was meint ihr, Leute? Was meint ihr? Wer wird hier das Rennen machen? Firemage. Ich weiß nicht, ob er auch ein Firemage tatsächlich ist oder auch cross-gespeckt. Bebo, Bebo, Bebo. Poggers in the Chatu, ja. Würde ich mal sagen, hier, ich mache mal hier mein eigenes Love-Emote rein. Firemage ist Firemage, okay, interessant. Gut, ihr könnt Go machen. Ihr könnt Go machen, Leute. Oh ja, sehr schön. Danke an alle, die hier gerade so ein bisschen mehr Platz gemacht haben. Ich denke, das ist einfach besser für alle. Ja, dann könnt ihr, guckt euch dann vielleicht doch den Stream an, dann könnt ihr das einfach besser verfolgen. Gut, ja, ihr könnt anfangen. Okay, Firemage geht unsichtbar. Ja, die Duellanten verschwinden. Wo sind die denn jetzt hier? Er wurde schon geschiebt, wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Oh mein Gott, hier hinten. Hinter Baum, okay. So, Firemage, alles klar, geht hier Arcane Power und ballert einfach alles drauf. Okay, sehr interessante Strategie an der Stelle. Da kommt nochmal der 4, aber ja, das ist einfach... Okay, Firemage, sehr interessante Taktik. Jetzt ist auch wichtig, wir machen direkt den Timer an, eine Minute. Dann startet das nächste Duell, damit hier quasi auch nicht zu viel Zeit vergeht. Und Firemage, bitte, so müssen zentraler hier zu Bebo zurückkommen, dass wir nicht alle uns da hinten hinbewegen müssen, dass wir dann hier schön zentral weitermachen können. Und das Energy-Tick, Addon, was ich hier habe, nennt sich NUG Energy. NUG Energy. So, ja, 30 Sekunden haben wir noch zum zweiten Duell. Firemage hat natürlich hier, wie gesagt, die Arkane Macht, glaube ich, aktiviert, ne? Ja, wird vielleicht ein bisschen schwieriger ohne Cooldowns, ne? Durch diese Nuke-Taktik funktioniert quasi auch nur einmal, denke ich. Müssen wir mal gucken, was er jetzt hier für eine Strategie für Bebo parat hat. So, 10 Sekunden noch. Okay, ihr könnt anfangen. So, Firemage führt 1-0 gegen Bebo und es bleibt spannend. Bebo mountet hier, mountet aber direkt wieder ab. Er will sich wahrscheinlich den Charge hier gönnen. Er bekommt ihn auch. Okay, da kommt die Nova und jetzt kommt die Free Action Potion direkt. Aber da kommt direkt der Schieb. Er hat auch kein Trinket mehr ready, glaube ich. Das hat er im ersten Duell verwendet, als er relativ low war auch schon. Das war vielleicht etwas, er hätte das Trinket vielleicht saven sollen. Für das Duell hier. So, Firemage ballert weiter rein, bekommt den Intercept. Die Free Action Potion ist immer noch aktiv. Vielleicht hätte er hier nochmal resheepen sollen. Bebo ist gerade dran. Ballert einfach aufs Mana Shield. Ja, die Nova bringt nicht viel mit der Free Action Potion. Und Firemage kämpft hier sehr ehrenhaft, indem er nicht nochmal geschiebt hat. Er hätte halt auch nochmal schieben können. Aber es steht 1-1 hier für die beiden. Muss ich generell sagen, auch eigentlich ganz cool so. Wir haben es noch nicht erlebt von einem Teilnehmer, dass hier irgendwie übermäßig das Duell in die Länge gezögert wurde oder so weiter. Das ist eigentlich echt, also alle kämpfen hier mit sehr, sehr fairen Mitteln. Natürlich auch jetzt so ein bisschen mit, ich sag mal, unerwarteten Sachen, ne? Dass die Leute hier unsichtbar gehen und so weiter. Das ist, haben wir nicht verboten, ja, das ist alles regelkonform. Finde ich irgendwie auch cool, dadurch wird die ganze Geschichte so ein bisschen kreativer. Und ja, wie gesagt, weil es halt immer, ne, wenn man zu viele Regeln macht, dann haben die Leute auch irgendwann keinen Bock mehr. So, 15 Sekunden warten wir noch. Und dann
starten wir hier an das entscheidende Duell, im zweiten Duell. Soll ich vielleicht die Soundeffekte noch ein bisschen stärker machen oder die Musik runter noch? Gerne nochmal Feedback, Leute. Okay, ihr könnt starten. Können starten. Oh, da ist direkt die Nova in die Leere gegangen. Ich glaube, er dachte, dass das Duell schon angefangen hätte. Der Schieb kommt aber durch. Und Bebo hat, glaube ich, auch kein Trinket mehr ready. Es sollte bald wieder ready sein, aber ja, noch nicht. So, die Arcane Macht ist anscheinend auch wieder ready und wird hier direkt verwendet. Da kommt der Intercept into Blink vom Mage, der hier versucht, weiter Damage zu machen. Gleich wird die Nova wieder ab sein wahrscheinlich. Ja, okay, Bebo hat hier... Oh, jetzt haben wir... Oh, schade. Bebo hat hier den Magic, das verwendet. Allerdings war noch der Blutungseffekt auf Fire Mage drauf. Sonst wäre das hier echt eine sehr, sehr gute Gelegenheit gewesen. Aber es wird nochmal knapp. Und Fire Mage ist um. Kann er ihn noch down machen? Ja, tatsächlich. Sehr, sehr knapp. Oh, Mist, ey. Der hat auch noch gesungen. Bebo scheidet hier aus an der Stelle, leider. War aber sehr, sehr knapp. Vielen, vielen Dank, Bebo, fürs zweite Mal teilnehmen. Firemage geht hier eine Runde weiter. Von beiden sehr gut gespielt. Etwas unglücklich, wenn Bebo hier den Magic das etwas später verwendet hätte, eventuell. Aber leider war die Blutung noch drauf. Das kann man ja auch nicht kontrollieren. Von daher, okay, so, Fire Mage geht eine Runde weiter. Genau, dann machen wir es am besten so, dass ich die Leute aus dem Raid entferne, die nicht mehr dabei sind, damit ich hier auch nicht verwirrt werde. Das ist vielleicht das Leichteste, würde ich sagen. Genau, dann können alle Teilnehmer wieder für das nächste Duell rollen. Noch 5 Leute quasi. So, Fire Mage invite ich wieder. So, 2 sind schon ausgeschieden, genau. Okay, so, das nächste Duell ist dann... Mortiso gegen Bexel. Genau, Hexenmeister gegen Schurke. So, dann bitte mal hier in die Duellfläche kommen. Ich hoffe, Bexel ist nicht mehr AFK, lol. Ne, da ist er, okay, perfekt. So, ihr könnt direkt anfangen. Ist er denn Soulink? Nee, ist er nicht. Okay, er ist nicht Soulink. Hat sich hier auch für relativ genau noch den Raid verlassen, Mortiso, danke dir. Wenige Self-Buffs entschieden an der Stelle. Bexel hat gerade Insigne gezündet. Wollen wir darauf warten? Ja. Wie lange ist noch mal Cooldown of Trinket? 5 Minuten pro. Ja, anderes Duell zuerst, okay. Genau, dann fangen einfach mal Joyous gegen Porsche-Fahrer. Er hat angenommen. Nee, brecht mal bitte ab. Erst die Shadow, erst die Schattenpriester. Jetzt haben wir es auch so gesagt, jetzt machen wir es auch so. Dann kommen wir hier komplett durcheinander. Ja, wenn wir es jetzt so gesagt haben, dann bitte die beiden Schattenpriester mal herkommen. Oh,
Porsche-Fahrer und Joyous bitte mal zur Duellfläche kommen. Genau. Vor Porsche. Bitte einmal den Porsche vorfahren, genau, danke. ich bin mal gespannt, Leute. So, wir haben jetzt zwei Shadows. Was denkt ihr denn? Wer gewinnt? Der Shadow oder der Shadow? Also, bitte, ihr könnt euch herausfordern, ihr könnt direkt anfangen. Joyous, was ist das für ein Anzeigebug hier? Er hat 100 HP bei mir. WTF. Wir sehen hier Schattenmacht, Trank, Arcane Elixier, Elixier der Runen Gewalt, Gesundheit, bei Joyous auch verschiedene Self-Buffs, okay. So, Double 4 erstmal. Beide verwenden Trinket. Also irgendwie Joyous kann ich nicht inspecten, warum auch immer. So, beide haben sich, denke ich mal, gegenseitig Shadow World Pain gegeben. Jetzt kommt hier die Barrow of Dina von Joyous und Porsche-Fahrer wird hier relativ schnell downgenuked. Hielt sich hier nochmal hoch, hat hier gerade den Silent schon rausgehauen. Der Joyous hat noch relativ viel HP, schüttet sich hier nochmal into 4 und Porsche-Fahrer wird dispelled an der Stelle nochmal. Und der Joyous macht hier den Mind Flay und ja, das sieht nicht gut aus für den Porsche-Fahrer. Der hier den, oh, der hier nochmal den Proc bekommt, allerdings ist er und war sogar noch relativ knapp am Ende, aber Joyous holt sich hier das erste Duell an der Stelle, ja. Der Shadow hat überraschenderweise das erste Duell gewonnen. Joyous geht eine Runde weiter. Ich lehne mich aus dem Fenster und sage Shadow, grüße niemals, Nabel, Blackout, genau, richtig, Blackout. Das meinte ich. Gut. Eine Minute startet. Wir warten die Minute und dann geht's direkt ins nächste Duell. Ja. Nochmal die Info an der Stelle hier gerade. Es geht heute um 570 Gold. Wir haben hier noch diverse Spenden erhalten von verschiedenen Leuten. Also der Gewinner geht hier mit sage und schreibe 285 Gold heute nach Hause. Und das sollte sich auf jeden Fall lohnen. Wenn ihr beim nächsten Duellturnier mitmachen wollt, vielleicht spielt ihr ja zufälligerweise auch auf Patchwork Ali's Seite, dann könnt ihr das gerne tun und zwar könnt ihr euch nämlich anmelden, beziehungsweise warte mal, nee, also pass auf, die Anmeldung ist noch nicht freigeschaltet, aber ihr könnt auf diesen Discord hier kommen und wenn die Anmeldung freigeschaltet wird, dann werdet ihr das dort erfahren. So, jetzt bitte das nächste Duell starten. Das ist quasi der offizielle PvP-Discord von Patchwork. Sind die Ranker auch drauf. Wir haben einfach so gedacht, dass es Sinn macht, es auf dem Discord zu machen, wo die Ranker sind. Und ja, da sind auch viele PvP-interessierte Leute. Kommt da gerne drauf. So, Porsche-Fahrer hat sich hier direkt den 4 gegönnt. Wurde schon gesilenced gerade. Dispelled Joyous hier relativ aggressiv. Dortet ihn natürlich. Hat jetzt hier auch die Barrow of Peasants gezündet an der Stelle, werden aber direkt gefeiert von Joyous, er wird hier dispelled, bekommt den Gedankenschlag hier durch, beide Mindflamen sich gegenseitig. Da haben wir gerade irgendwie Shadow Protection noch gesehen. Es ist relativ knapp wieder, man kann es nicht wirklich sagen, wer hier die Überhand hat gerade. Porsche-Fahrer hat sich einen Blackout-Proc gegönnt an der Stelle, die Frage kommt, Joyous nochmal ein Schild durch? Nein, er geht tatsächlich vorher down. Und ja, wir haben tatsächlich ein entscheidendes Duell. Beide haben einmal gewonnen. Let's go, BMW-Fahrer. Wo sind die BMW-Fahrer im Chat hier? Oder haben wir hier nur Porsche-Fahrer heute? So, achso, sorry, wir machen jetzt noch 40 Sekunden ungefähr. Dann ist es ungefähr eine Minute, dann machen wir das nächste Mal. Also mal Real Talk, Leute. Ja, was steht bei euch in der Garage? BMW, Mercedes, Porsche, VW,
Lass es die anderen wissen. So, wir haben noch 10 Sekunden. Dann kommt hier das entscheidende Duell. Fort. Okay. So, ich würde sagen, Fahrrad. Okay, ja, auch sehr, oh, sehr, sehr nachhaltig. Wir haben auch Veganer im Chat. Wunderschön. Wir können anfangen. Fahrrad, okay. Ja. Tarsus, Nahband, läuft gut gerade, läuft gut. So, das ja, entscheidende Duell zwischen den beiden Schattenpriestern beginnt an der Stelle. Und Bebo, gerne euer Duell ein bisschen weiter außerhalb machen, wäre nicht schlecht, dann haben wir hier nicht so die Interruption an der Stelle. So, beide sind hochgeschildet an der Stelle. Joyous hat hier die Free Action Potion gezündet. Weiß ich gar nicht. Na gut, macht das dann immun gegen Mindflay? Nee, man bekommt einfach den Slow nicht, aber den Damage wahrscheinlich, ne? Beide hier relativ offensiv am Dispellen, beide natürlich Shadowwood Pain am Ticken, bei dem jemand anderen. Ich glaube, es geht auch immer vor allem darum, ob man den Blackout Proc hat oder eben nicht. Da ist natürlich auch immun mit der Free Action Potion gegen. So, oh, Joyous geht hier wieder down, glaube ich. Nee, er bekommt den 4 nochmal durch. Oh, und aber Porsche-Fahrer holt sich hier noch den Gedankenschlag tatsächlich in letzter Stelle und geht eine Runde weiter. Der Porsche-Fahrer hat den BMW-Fahrer abgezogen an der Stelle. Und ja, sehr schön. Porsche ist eine Runde weiter. Joyous, sehr, sehr gut gekämpft. Danke dir fürs Mitmachen. Es hat aber leider hier an der Stelle dann nicht gereicht. Aber es waren sehr, sehr knappe Duelle. Also ich glaube, das war auch einfach absehbar bei Shadow gegen Shadow. So, dann haben wir noch 3 Teilnehmer. So, jetzt müssen wir ja quasi erstmal wie waren das jetzt nochmal? Moment. Genau, ach so, die sind gerade gar nicht mehr in der Gruppe, deswegen war ich gerade verwirrt. Okay, stimmt, Mortizo gegen Bexel, die ja eben das Duell nicht machen konnten, weil Bexel leider sein Trinket gezündet habe. Genau, genau, ihr könnt anfangen. Wir können anfangen, Warlock gegen Schurke. C-Store, danke dir. Namen, danke dir. Ja, wie gesagt, Hordler können auch gerne vorbeikommen. Aber nur zuschauen, nicht mich stören. So, Wechsel macht hier Go an der Stelle. Und Motizo opfert direkt den Leerwandler, um den Damage hier zu umgehen. Wird voll gedottet und bekommt hier die Coil rein. Und wird jetzt gefiert, glaube ich. Oh, das sieht nicht gut aus. Aber er hat natürlich das Trinket hier ready und zieht direkt den Blind. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er hier, was wird er versuchen? Er wird wahrscheinlich versuchen zu zappen. Nee, er macht tatsächlich direkt wieder Go. Okay. Er geht hier einfach voll auf Damage, Leute. Ohne Gnade, einfach drauf da. Einfach rein in die Olga. Und die Taktik geht tatsächlich auch auf. Und ja, Wechsel holt sich hier das erste Duell gegen Mortizo. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, Wechsel ist einfach Combat, ne? Ich glaube, er hat eben Adrenalinrausch gezündet, bin mir aber nicht sicher. Wenn er es jetzt nicht mehr haben sollte, sollte das zweite Duell auf jeden Fall schwieriger werden. So, wir machen eine Minute Cooldown. Bin auch Veganer und fahre Auto. Ja, Gino, das war nur Fun. Ich bin selber zum Beispiel auch vegetarisch, also ich habe nichts gegen Veganer, Leute, alles gut. Hat der jemand was gegen Veganer oder Vegetarier? Dann direkt raus hier. Der Kollege, der mit ihr zu sehen war, der hat auch noch gesungen. Hier. Audi wird gefahren, alles klar. Die Boys sind einfacher zu schlagen als Rihanna. Lull, okay. Na. Okay, ja, dann würde ich sagen, könnt ihr anfangen.
So, Mortiso, ja, hat sich wieder natürlich verständlicherweise für den Leerwandler entschieden hier. Bin mal gespannt, was Bexel machen wird. Er hat natürlich jetzt nicht so viele Cooldowns ready. Ob er hier vielleicht sogar versuchen wird, irgendwie den Leerwandler. Ne, okay, er macht direkt wieder Go. Und ja, Mortiso muss hier wieder direkt den Leerwandler opfern. Denn sonst ist er eigentlich direkt wieder am Arsch und Bexel sprintet weg. Ja, gar nicht mal so blöde. Ich weiß nicht, was Mortiso hier macht. Er versucht, den Leerwandler nochmal zu holen, aber das. Ja, wird wahrscheinlich nichts werden, leider. Ah, dann kommt ja der Coil. Okay, das ist nochmal eine Chance. Er fiert hier. Geht nochmal nach. Da kam der Vanish von Bexel. Er wirft die Granate, trifft die Granate. Nee, hat nicht getroffen. Okay, er wird hier nochmal gefiert, hat Dots drauf. Und, Mortiso echt low, aber er pumpt gerade Schaden rein und schafft er es noch? Ja, tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Ach du Kacke, okay. 1-1, Leute. Wir haben tatsächlich hier das Rematch nochmal zwischen den beiden. Hätte ich nicht vermutet, dass er hier tatsächlich nochmal gerade, also ich dachte, das wäre schon vorbei gewesen mit Mortiso. Hat er echt, wenn die Granate von Bexel getroffen hätte, dann wäre das, glaube ich, Ende gewesen an der Stelle. Gut, Leute. Ja, wie gesagt, Soulink macht die ganze Geschichte natürlich noch einfacher. Wäre auch nicht gebannt gewesen, aber er hat sich hier dagegen entschieden. Vielleicht ist es einfach schon die Raid-Skillung für BWL und da möchten nicht die 50 Gold investiert werden. Ich habe keine Ahnung. Aber es wäre erlaubt gewesen, auf jeden Fall. Gut, dann könnt ihr das dritte Duell machen. Das finale Duell zwischen euch. Mortiso hat es hier nicht ganz hochgereckt. Weiß nicht warum. Ja. Bexel ist ja auf jeden Fall ein Ehrenmann und lässt ihn vielleicht gerade noch hochrecken. Keine Ahnung. Jetzt wird hier gerade hinter dem Baum sich versteckt und aufgemountet. Okay. Und gleich wird Bexel wahrscheinlich Go machen. Macht halt aber auch echt üblen Schaden. Ne? Das ist einfach, kommt direkt der Blind. Jetzt bin ich gespannt, ob er jetzt für den Zap geht oder wieder einfach nur drauf nuked. Ich hätte halt in dem Moment gesappt wahrscheinlich, aber okay. Ja. Die Frage, ob er quasi wartet, bis das Schild direkt abläuft, das wäre legal, das wäre jetzt noch nicht zu langes hinauszögern irgendwie einmal auf so. Aber er macht sogar vorher Go, okay. Auch ehrenmännlich. Mortiso bekommt hier aber wahrscheinlich dann noch die Granate rein, okay, und jetzt wird sehr, sehr schwer, er hat auch keinen Coil mehr. Ob er den 4 noch durchbekommt? Nein. Bexel geht hier in die nächste Runde. Mortiso wacker geschlagen. Aber Bexel geht hier tatsächlich in die nächste Runde, Leute. Wunderschön. Wunderschön. Gut, damit haben wir noch 4 Teilnehmer. Und jetzt muss ich, jetzt darf ich es gerade nicht, jetzt haben wir noch 4, die müssen jetzt alle wieder rollen, welcher Meinung, ne, ja doch, doch, ja. Doch, ich glaube schon. Dann, ja doch. Ich denke schon, wir gucken einfach mal. Bitte alle Rollen, die im Raid drin sind.
Genau, die beiden, die jetzt quasi in den beiden Duellen ausscheiden werden, machen ja dann das Duell um Platz 3, ne, oder? Doch, ja. Okay, dann haben wir Fire Mage gegen Axel. So, wir haben weil Bexel quasi direkt wieder dran ist, aber noch keine Cooldowns wieder ready hat. Dafür haben wir jetzt eigentlich keine Regel. Ja, ich würde auch sagen, dann lass erst die anderen nehmen. Dann lass erst die anderen nehmen. Das ist eine gute Idee. Dann nehmen wir erst quasi Sora Zero gegen Porsche-Fahrer. Ne, oder? Ja, genau. Ja, okay. Der Porsche-Fahrer ist wieder am Start. Und genau, Hunter gegen Shadow, Leute. Jetzt bin ich mal gespannt, was denkt ihr? Wer wird sich hier das Duell holen? Der Hunter mit dem ein oder anderen Buff an der Stelle? Oder der gute alte Porsche-Fahrer mit 600 PS? Wir gucken mal. Bin gespannt. Bitte die Leute, die hier noch Duelle machen, ein bisschen weiter weg von der Duellfläche, damit wir hier dann auch die Duelle machen können. Das wäre sehr nett von euch. Und ja, hierher kommen. Okay, könnt euch fordern. Könnt Go machen. Was denkt ihr, Leute? Shadow oder Hunter? Also, boah, Hunter voll gepottet. Ja, er hat sich einiges gegönnt, aber es ist halt erlaubt. Ne? Es ist halt erlaubt. Also, wie gesagt, es sind so. Die stärksten Tränke haben wir auch alle verboten. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt hier das zu krank wäre. Shadow easy, schlechtes Matchup für Hunter. Echt, ist es so, ja? Okay, gut, wir gucken mal. Also, es geht los hier. Porsche-Fahrer dottet hier den Hunter voll, hat's Pet am Arsch. Und der Hunter entscheidet sich hier dafür, einfach zu kiten und auf Range zu gehen. Ich denke, man will hier den 4 nicht abbekommen. Versucht Porsche-Fahrer direkt umzumachen und irgendwie zu überleben. Aber Shadow macht einfach so viel Schaden, ne? Ist schlimm. Jetzt geht er auf Melee-Range und holt sich ein 4 ab. Habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Dann kommt der Blackout-Proc und das war's dann auch mit dem ersten Duell. Okay. Wisst ihr Bescheid, Leute? Wenn ihr euch für PvP interessiert, spielt Shadow. Nee, aber das, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so einfach dann doch wird für den Porsche-Fahrer. Was ist diese Shadow? Wir gucken mal das nächste Duell an. So eine Minute. Ah, wir gucken mal, vielleicht, was auch nochmal interessant wäre, man kann, das habe ich jetzt auch zwischendurch nicht gemacht, weil die sämliche Betracht noch immer nicht geht, was die für Trinkets quasi gezündet werden. Okay, hier sind die Barrow-Arbeiter-Rufer schon am Start und bei Sora Zero haben wir Black and Breite. Okay. Ja, bin ich mal gespannt, ob der Hunter hier an der Stelle noch es rumreißen kann. Er müsste noch mehr kiten wahrscheinlich, ne? Irgendwie noch weiter auf Range kommen. Er könnte auch aufmauten, theoretisch gesehen. Das wäre auch erlaubt. Aber so, okay, ihr könnt euch herausfordern und anfangen. Eisfalle einzige Möglichkeit, dass man erstmal auf Range kommt, so eine Art, ne? Ja. Kommt auf die Skillung des Shadows an. Warum? Burst und beten. Okay. Ich will auch mal einen Hexer so spielen können, uff. So, also, jetzt kommt hier die eben angesprochene Eisfalle, okay. Ja, das war, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Jetzt haben wir hier auch einen Hordler. Der erste Sniper hat es auch geschafft. Ich hoffe, oder vielleicht will er ja nur zugucken, Leute. Er will ja nur zugucken, dann lasst ihn doch. So, Sora Zero macht hier, ich glaube, er will nur zugucken, Leute. Relativ viel Schabener, Porsche-Fahrer ballert hier schon wieder rein und er ist schon wieder fast down, bekommt Shadow Red Pain hier noch. Ah,
und er bekommt ihn einfach nicht um, Leute. Porsche-Fahrer gibt hier richtig Gas und ballert mit 300 km/h den Hunter hier nieder an der Stelle. Sehr schön gekämpft, Sorazero, aber ja, an der Stelle war der Shadow Damage einfach zu krank. Ich weiß gar nicht, ob noch ein Blackout Proc auch noch war. Aber ja, Sorazero, ihr werdet gleich aber noch, weiß ich gerade nicht, weil am Erst jetzt nicht mehr drin quasi. Ist Sorazero dann schon beim Duell um Platz 3 dabei? Ich glaube ja, ne? Müssen wir gleich nochmal gucken. Nee, oder eigentlich nicht, ne? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall so, egal. So, jetzt erstmal das andere Duell. Und zwar dann bitte Wechsel gegen Fire Mage. Ich bräuchte immer noch so einen Co-Moderator, der quasi für das logische Denken verantwortlich wäre, während ich hier moderiere. Wir müssen gleich mal gucken. Auf jeden Fall, jetzt haben wir erstmal wieder Mage gegen Schurke. Ja, so der Klassiker, ne, in Duellen irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, Wechsel ist nicht explizit Hemo gespeckt oder so. Wir können anfangen. Wenn er halt wirklich nur Combat ist, wird es eventuell schwierig. Bin mal gespannt, wofür er sich hier entscheiden wird. Fire Mage, wie gesagt, wenn er ihn hier auf Range halten kann, wenn er gut kiten kann. Okay, kannst auch aus dem Geist zu gucken. Ja, du bist hier, Messi, ne, wie gesagt. Ein freundlicher Hordler ist zum Zuschauen hier gekommen. So, Fire Mage versucht hier mit dem Blizzard einfach mal auf gut Glück den Schurken zu erwischen, bekommt ihn aber gerade nicht und natürlich auch ein bisschen Risiko, wenn das jetzt zu lange macht, ist er Und ja, Wechsel, da kommt er schon, ich wollte gerade sagen, lässt sich nicht mehr blicken hier, aber oh, da kommt der Instant Sheep, aber direkt Trinket und Oh, da holt sich Wechsel tatsächlich direkt das erste Duell mit seiner All-In-Taktik. Ist aber bisher recht gut mitgefahren. Wir starten direkt eine Minute und dann gucken wir mal, ob er quasi hier auch direkt das nächste Duell auch holt oder quasi auch ausscheidet. Beziehungsweise ob es 1-1 steht dann. So, 40 Sekunden. Warten wir und dann fangen wir an. Übrigens, Leute, wenn ihr das erste Duellturnier ja nicht geschaut habt, aber es euch nochmal anschauen wollt, unterm Stream ist auch mein YouTube-Kanal verlinkt, könnt ihr euch das erste Turnier auch gerne nochmal anschauen. Da wird auch das Turnier hier auch hochgeladen. Deswegen habe ich hier quasi gerade keine Mucke an, weil das dann auch entspannt auf YouTube hochladen können. Denn es ist ja nur der Soundtrack von Blizzard. Ist ja gar kein Copyright drauf. Gut, dann könnt ihr anfangen. Und genau, ich bin gespannt. Mage gegen Schurke. Wie gesagt, so der Klassiker. Ne? Man sagt immer, der Mage hat eigentlich so ein bisschen die Überhand hier oder die bessere Chancen eigentlich, das Duell zu gewinnen. Allerdings ist halt Fire Mage hier auch nicht klassisch Frost gespeckt, sondern eben Instant, Arcane Macht und so weiter. Ich glaube, es ist ein bisschen schwieriger dann zu gewinnen, weil er einfach nicht so gut kiten kann, beziehungsweise einfach auch so ein bisschen anfälliger für Schaden generell ist. So, er bekommt den Sheep hier durch und wird jetzt wahrscheinlich hier auf Range erstmal gehen und mit Frostbolt, ne, okay, er Re-Sheep nochmal. Achtung, Horde, ja. Wie gesagt, ist glaube ich ein friedlicher Hordler hier. Gut, jetzt wird die Arcane Macht gepoppt und ich denke, Wechsel wird versuchen, hier direkt zu vanischen. Nee, ja. Oh, er bekommt hier sehr viel Schaden gerade. Oh, und da kommt der Blind, das war wichtig. Das, ich weiß gar nicht, ob Fire Mage überhaupt den Block hat irgendwie. Oh, er wird gesappt, okay. Wechsel wird wahrscheinlich mit dem. Zapp mal deine Unit Frames. Meinst du, welche Unit Frames meinst du denn, Obi? So, und oh, Fire Mage konnte hier gerade noch wegblinzeln und versucht hier Schaden zu machen. Und geht jetzt aber tatsächlich down. Ja, Mensch. Schön gekämpft noch von Fire Mage an der Stelle hier. Aber Wechsel geht hier quasi eine Runde weiter. Und muss ich mal wieder einladen. So.
Genau. Jetzt. Muss ich gerade überlegen, wer war denn jetzt noch eine Runde weiter? Wir sind ja jetzt. Ach nee, Sorazero war ja draußen schon, ne? Genau, ah genau, jetzt müssen wir Platz, Duell um Platz 3 machen. Und zwar dann bitte einmal, ja, Finale wird dann Bexel gegen Porsche-Fahrer sein, ne? Das heißt, wir haben, wer ist denn eben gerade rausgeflogen? Und zwar, das war, Firemage gegen Joyous, ne? Nee, Firemage gegen Sora, gegen den Hunter, gegen Sora, Sora Zero. Genau, so. Firemage gegen Sora. Wie gesagt, Leute, ich bin mir nicht sicher, aber wenn es falsch ist, korrigiert mich, aber ich bin der Meinung, die beiden sind am Ende rausgeflogen, ne? Also die beiden müssen um den dritten Platz hier kämpfen. Dann würde ich sagen, dann machen wir vielleicht ganz kurz eine Minute. Warten wir noch mal eine Minute länger, damit er seine Cooldowns wieder ready hat. Und genau, das große Finale, Leute, wird dann quasi der Porsche-Fahrer gegen Bexel sein. nee, ist auch okay, wenn ihr noch so ein bisschen wartet hier, dann haben auch die Finalisten ihre Cooldowns wieder ready später und so weiter, Leute. Macht euch keinen Druck, weil es ist ja auch, soll ja auch ein bisschen spannend sein. Ja, was denkt ihr, wer wird sich hier den dritten Platz holen? Ich denke, es wird sehr, sehr schwer für Firemage. Turtle-Pews Problem ist halt, wenn ich das mache, dann sehen wir die Lebensanzeige von denen nicht mehr, weißt du? Das nächste Mal werde ich das machen. Auf jeden Fall werde ich das nächste Mal machen. Dass wir quasi dann nur immer die Lebensbalken von den beiden sehen und auch die Mana-Anzeige und so weiter. Habe ich heute nicht mehr hinbekommen. Das werde ich auf jeden Fall nichts mehr machen, aber wir müssen irgendwie auch sehen können, wie viel Leben die beiden haben, sonst brauchen wir uns das Duell auch nicht anschauen, weißt du? Gut, dann würde ich sagen, Duell um Platz 3 kann beginnen. Ihr könnt anfangen. Ist aber ein guter Punkt, hast schon recht, das ist auf jeden Fall, also das ist auf jeden Fall nicht so ideal, das stimmt schon, aber jetzt ist es dafür auch ein bisschen zu spät. Nächstes Mal dann, wie gesagt, werde ich es auf jeden Fall so machen, dass ihr nichts seht hier und nur die beiden Lebensbalken von den jeweiligen Duellanten. So, ja, der Sheep geht hier irgendwie durch. Genau, er hat sich verunsichtbar gemacht und Sorazero bekommt hier schon recht viel Schaden. Firemage kann sich gerade mal wegblinzeln, kommt hier nicht in die Falle. Versucht irgendwie Schaden zu machen, jetzt wird die Falle doch noch getriggert, aber Sorazero ballert hier einfach durch und jetzt wird es sehr, sehr schwierig. Kann Firemage hier noch genug Schaden machen, um das Duell für sich zu entscheiden? Er blinzelt nochmal hin, macht die Nova, versucht irgendwie Damage reinzukriegen, aber er geht, glaube ich, gleich down. Er ist auch hat nichts mehr ready. Und der Hunter muss es eigentlich nur noch beenden. Und moin Inuma, Navent, go! So, Sorazero holt sich hier den ersten Win vom Duell um Platz 3. Der Gewinner von dem Duell bekommt. No, wir gucken gerade mal, wie viel der bekommt. Der bekommt. So, eine Minute. Dann geht's direkt weiter. Der Gewinner bekommt so 570 geteilt durch 2. Und das dann mal 30 geteilt durch 100. 85,5 Gold, bin ich der Meinung. Kann das stimmen? Nee, Moment. Das stimmt nicht. 570 mal so, wenn mir jetzt aufgepasst hätte in Mathe.
171 Gold. Ach nee, ist der zweite. Ach nee, Moment, sorry. So, 570 mal 20 durch 100. Ja, 114 Gold, okay. Also der Gewinner bekommt 114 Gold. Ja, immerhin. War nicht schlecht. Für so ein kleines Duellturnier hier. Okay, so, ihr könnt anfangen. Ihr könnt anfangen und ich glaube tatsächlich, dass ich der Hunter hier auch, dass sich nicht mehr nehmen lassen wird, sondern sich hier den Win holen wird. Aber wir gucken mal, ob Fire Mage hier noch irgendeine Überraschung parat hat an der Stelle. So, da kommt der Aim Shot und ja. Relativ eindeutig dann doch noch entschieden am Ende hier. aber vielen, vielen Dank, Fire Mage, fürs Mitmachen. Sehr, sehr cool von dir, dass du auch wieder dabei warst heute. Und Subazero, Gratulation für den dritten Platz bei dem zweiten Patchwork-Duellturnier. Und damit können dann auch schon die Finalisten hier, ich entferne Wechsel mal, damit ich ihn nicht sehe, so, zum Duellplatz kommen bzw. fahren. Der Porsche-Fahrer bitte einmal vorfahren, damit wir hier dann auch das große Finale heute starten können, Leute. Ja, nochmal Poggers in the Chat-To bitte für alle Duellanten, die heute teilgenommen haben. Vielen Dank wirklich an jeden, der heute mitgemacht hat hier bei dem kleinen Event. Und übrigens, was ich auch mit dem Turnier bezwecken möchte, dass vielleicht auch mal ein bisschen die Duellszene belebt wird hier, ja, von Patchwork. Man geht hier immer so hin und irgendwie ist keine Sau. Leute, traut euch, macht Duelle mit anderen Leuten. Und das ist einfach auch eine coole Geschichte und finde ich auch so ein wichtiger Teil von Vanilla. Also früher auf den Vanilla-Servern hat man eigentlich immer auch Duelle gemacht, ne, vor den Hauptstädten. Gut, Porsche-Fahrer ist gerade AFK, glaube ich. Und nee, er bufft sich hier gerade noch hoch. Duelle macht man vor allem in Forge. Das stimmt, Mordan, das kann man sicherlich auch da machen. Das stimmt so, oh, der Porsche, stimmt schon, damals war es vor allem Forge immer, weil damals Iron Forge die offizielle Hauptstadt war. Da waren hauptsächlich die meisten Leute, weil es nämlich am Anfang kein Auktionshaus in Stormen gab. Deswegen so wegen Fahrtabhängigkeit hat sich Iron Forge damals zur Hauptstadt etabliert. Auf dem heutigen Vanilla ist es allerdings so, dass oftmals Stormwind ist, weil man sich hier die World Buffs abholt, die man sich im originalen Vanilla nicht geholt hat. Deswegen, ich wäre auch eher dafür, dass man vor allem Fortschritte macht, aber ich glaube, das ist so ein bisschen 50-50 heutzutage. Okay, so, der Porsche-Fahrer schreitet hier episch auf den Duellplatz und wird sich jetzt quasi Backstill stellen. Das ist natürlich jetzt eine harte Nummer. Der Shadow ist natürlich sehr, sehr resistent gegenüber Burst Damage und Baxel hat sich hier dadurch bewährt, immer die Leute schnell umzunuken. Wird jetzt mit dem Porsche-Fahrer wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber wir gucken mal. Und Fire Mage, ciao, ciao. Ciao, ciao. Viel Spaß beim Ranken. Wir gucken mal, Leute. Großes Finale. Porsche-Fahrer gegen Wechsel, er sind hier direkt Perception, aber Wechsel macht schon Go. Er geht direkt rein hier. So, und da kommt der Gouch von Wechsel, okay. Ja, drückt hier Schaden rein, aber ihr merkt schon, er kommt nicht so wirklich was an beim Shadow, ne? Der Shadow merkt gar nichts so wirklich und bekommt hier den 4 raus, okay. Ah, Wechsel Trinket ist direkt, Vanished, bekommt hier nochmal den Mindflap, es ist halt einfach Shadow, ja. Grindet ihn einfach langsam down. Wechsel versucht hier so viel Schaden zu machen, wie es geht. Aber bekommt hier einfach den Porsche-Fahrer nicht down und geht selber down an der Stelle. So, wir starten direkt die eine Minute an der Stelle. Und das wird sehr schwer. Also, wenn Wechsel das Duell hier noch gewinnen möchte, dann braucht er irgendwelche Cooldowns. Irgendwie Magic Dust oder irgendwelche den Rocket Helm, um zu resetten oder so. Aber das wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Das hier noch zu gewinnen gegen den Porsche-Fahrer, gegen den Shadow. Aber wir gucken mal. Wir gucken mal, Leute, was hier Wechsel noch im Petto hat. Also beim nächsten Turnier werde ich auch dann
glaube ich, Webcam ausmachen und wie gesagt, dass man nur die beiden halt, also das UI von den beiden sieht, ne? Das ist halt, ja. Darum ist der Regenerationstrank verboten, ja, weil die Teilnehmer das auch so wollten zum Teil. Vielleicht macht es aber auch Sinn, ne? Dass es ein bisschen gegen Hexer und gegen Shadow spannender wird. Könnte man nochmal drüber nachdenken, Schmandin, hast schon recht. Können wir nochmal überlegen. Okay, ihr könnt anfangen. Eine Minute. Oh ja, MDW. MDW bitte wegklicken. Man darf nur eigene Buffs oder von irgendwelchen Tränken halt verwenden. Und dann könnt ihr anfangen. Porsche habe ich gestern noch vor Scholo geklatscht. Boah, keine Ahnung, du, wer das war. So, Wechsel macht hier wieder Go mit dem Sheepshot. Shield es ab. Er hätte natürlich auch Zappen können erstmal. Und okay, hier kommt der Distel-Tee direkt auch. Ist auch erlaubt. Oh, jetzt kommt aber ordentlich Damage rein. Aber der Porsche-Fahrer gönnt sich direkt den AOE4 mit den Barrel of Peasants. Und jetzt ist natürlich Wechsel unter Druck an der Stelle hier. Wird er nochmal irgendwie zurückkommen können? Er hat Sprint und Vanish ready. Fragst du, warum vanisht er da schon? Er bekommt hier den Mindflay rein into Kidney-Shot auf Porsche-Fahrer, der hier geblindet wird. Und jetzt ist die Frage, ob Bexel hier den Zap bekommt. Er braucht den Zap. Wenn er jetzt nicht den Zap holt, nicht überhastet, holt er den Zap. Da, ah, er macht direkt Go. Okay, er versucht hier All-In zu gehen. Die Frage ist, ah, da geht das Schild schon wieder ab und der 4. Und ah, ja, der Porsche-Fahrer hat nicht mehr viel Leben. Er hielt sich hier hoch. Bexel wirft die Granate, trifft sogar auch. Okay, das war sehr wichtig auf jeden Fall. Oh, 6 Sekunden Kidney. Halleluja. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, Leute. Bekommt Wechsel hier tatsächlich nochmal die Chance auf den Win. Ist das zu glauben? Hier im zweiten Patchwork-Duell-Turnier. Der Porsche-Fahrer steht massiv unter Druck. Das. Damit hat er nicht gerechnet, als er damals sich für den Shadow entschieden hat. Dass er hier mal ein Duell gegen einen Schurken verlieren würde. Wäre hier auch sehr stylisch mit dem, ich glaube, es ist Mind Control Cap sich gönnt. Okay, wir sind mal gespannt. Ja, der Porsche-Fahrer ist natürlich hier ein bisschen überrascht, dass man mal ein Duell verloren hat. Nein, also wie gesagt, sehr gut gespielt von Wechsel auf jeden Fall. Und hätte ich so nicht vermutet. Okay, wir müssen so 30 Sekunden ungefähr bis zum Finale. Steht 1-1, Leute. Spannender hätte es wirklich nicht werden können. Jetzt kommt hier gerade ein Infernal auf. Ein Infernal auf die Fläche. Ich hoffe, das wird jetzt hier nicht irgendwie verwendet, um. Können wir das vielleicht mal kurz umklatschen? Kann man das angreifen oder sterben wir dann alle? Gut. Dann. So. Haben die wieder. Wechsel. MDW wegklicken nach dem. Annehmen. Okay. Ja, also MDW ist jetzt nicht so ein heftiger Buff. Ja, es ist. Ja, aber manchmal kann man halt nicht verhindern, dass die Leute hier einfach buffen, so, ne? Sobald das Duell gestartet hat, können sie eben nicht mehr buffen und dann können die Duellanten das auch einfach wegklicken und. Ja, gut. Finales Duell beginnt. Bitte auch anfangen, nicht mehr jetzt hier unnötig Zeit schinden, sondern das Duell bitte auch beginnen an der Stelle. Und ich bin gespannt, der Porsche-Fahrer, ob er hier quasi heute Abend entspannt in die Garage fahren kann. Oder ob er tatsächlich hier noch verlieren wird gegen den Schurken, gegen Wechsel. Mal gucken. Zeig ihm, was du mit mir gemacht hast. So, wir gucken mal. Wechsel ist hier noch ein wenig in der Defensive, ist noch nicht quasi hier wirklich aktiv gerade. Er wartet vielleicht noch auf den einen oder anderen Cooldown. Wie gesagt, wenn es nicht zu ausartet, ist es noch vollkommen okay. Hier kommt der Zap und auch die Frage, wartet ihr hier, dass das Schild vielleicht sogar runter, also abläuft vom Shadow, das ist auch sicherlich legit, aber da war er leider ein bisschen zu spät, da kam das Schild direkt wieder
Und er wird dann wahrscheinlich Go machen, hoffe ich. Ja, er macht Go mit dem Sheepshot, wurde der direkt resistet, aber er hat Trinket ready, okay, und blendet direkt. Das ist interessante Wahl an der Stelle. Da könnte sogar noch ein DR auf Sepp drauf sein. Ja, der ist noch drauf. Das weiß nicht, ob er das bedacht hat an der Stelle. Er muss jetzt Go machen hier und steht unter Druck. Da kommt die Granate. Er versucht einfach wirklich maximal Damage zu machen. Diesel-T wurde auch gezündet. Der Porsche-Fahrer gibt Gas und versucht hier gegenzuhalten. Und kriegt den 4 noch. Oh, das war sehr, sehr wichtig, dass er dann den 4 noch durchbekommen hat. Halleluja. Und Axel ist jetzt hier kurz vorm Ende und schafft erst nochmal die HP runterzuballern. Aber das sieht sehr, sehr schlecht aus für Axel. Und der Porsche-Fahrer holt sich hier den Win beim zweiten Patchwork-Duell-Turnier, Leute. GG. Er kann heute in Ruhe schlafen und sich in seinen Porsche zurücklehnen. Und ja, Leute, der Shadow gewinnt tatsächlich hier das Duellturnier. Und bitte alle mal in einer Reihe hier aufstellen von mir, die drei quasi Gewinner. Und ja, das Patchwork-Duellturnier geht hier zu Ende und wir haben drei Gewinner. Und zwar haben wir hier, ich mach mal die blöde Kacke aus hier, so. Den dritten Platz hat Sorazero sich gegönnt an der Stelle. Bitte die Teilnehmer nochmal nebeneinander aufreihen und wir werden quasi hier erstmal an Sora, den Jäger. Vielen, vielen Dank nochmal, ne, fürs Teilnehmen. Und übrigens, der Gewinner von dem Turnier hier hat auch immer einen festen Platz im nächsten Duellturnier. Das heißt, wenn Porsche-Fahrer da dann wieder mitmachen möchte, kann er da auch direkt wieder mitmachen. So, der Drittplatzierte bekommt 20% von dem Gold. Das bedeutet, das sind dann 114 Gold für Sorazero. Gratulation nochmal und danke dir fürs Mitmachen. So. Ja, Porsche-Fahrer. Willst du mal kurz Discord kommen für ein kleines Interview? Wenn du Bock drauf hast, können wir gerne machen. Wenn nicht, auch gar kein Problem. Dann gebe ich dir einfach gleich so dein Gold. So, dann machen wir Bexel noch. Bexel hat sich hier den zweiten Platz geholt an der Stelle. Bexel, wirklich sehr, sehr gute Duelle gemacht. Holt sich hier die 171 Gold, Leute. GG, 171. Hat sich gelohnt. 15 Gold Teilnehmergebühr. Ja, kann man mal machen auf jeden Fall. Ist er ready für BWL? Braucht heute nicht mehr farmen gehen. Bexel, danke dir echt fürs Mitmachen. Also, du hast wirklich sehr, sehr gute Duelle gemacht heute. Auch sehr gute Comebacks und so weiter. Also, hätte ich nicht erwartet an einigen Stellen. Sehr, sehr guter Schock, muss ich sagen. Also, würde mich freuen, wenn du vielleicht öfter auch mal mitmachen würdest, ohne Kack. Es reicht niemals für BWL. So, und dann, wir holen gerade nochmal den Porsche rein hier. Okay, ja, moin Porsche, moin. Erstmal gratuliere, du bekommst gleich, warte mal, wie viel? 285 Gold, ey. Gute Nacht, ey. Ja, korrekt, nice. Ja, was hättest du so gedacht am Anfang? Du hast dir sicherlich, also hast du dir das Setup vorher angeschaut? Also erstmal riesen Shoutout an Old Division und danke für die ganze Unterstützung bei der Vorbereitung. Das hat auf jeden Fall geholfen. Und beim Setup, klar, der Shadow, vor dem hatte ich am meisten Angst, einfach weil ich nicht gut im Shadow Mirror bin. Ach so, okay. Ja. Aber als ich direkt in der ersten Runde gegen ihn gewonnen hatte, dachte ich schon, okay, ich habe gute Chancen. Ja, es war auch relativ knapp, glaube ich, gegen ihn so, ne? Ja, allerdings. Ist es da auch immer so, im Shadow gegen Shadow ist quasi auch davon abhängig, ob so ein Blackout-Proc kommt oder nicht? Oder ein bisschen wahrscheinlich, ne? Also ich habe gegen ihn nur mit Shadow World Rang 1 gespielt, weil ich dachte, dass er die ganze Zeit decursen wird, weil es in der Regel Decurse Damage versus Decurse ist. Und und er ist im dritten Duell dann an meinem Level 1 Shadow World Pain runtergetickt noch. Ah, okay. Also es war schon ziemlich knapp. Okay, das sind so die Shadow-Tricks, die ich habe noch nie Shadow gespielt vorher, okay. Hm. Ja, und was war so das schwierigste Duell, musst du sagen, heute? War es das Finale oder hast du jetzt vorher den Eindruck gehabt, irgendwie? Also, das Shadow-Duell, ich glaube, das hätte ganz leicht kippen können.
Das war schon echt verdammt knapp. Und dann am Ende im zweiten Duell gegen Bexel dachte ich eigentlich, ich hätte es schon. Und bin dann nach dem Heal nicht wieder in die Shadow-Form zurück. Und dann hat er gekrittet und ich habe es doch noch verloren. Ja, stimmt, das war sehr, sehr knapp, ja. Und da dachte ich schon so, okay, das war jetzt schon gewonnen. Ich hoffe, ich choke das jetzt nicht und verliere jetzt noch das fast gewonnene Duell. Und ist dann ja ungefähr gleich laut wie ich, ja, ne? Hoffe ich doch. Ja, ohne Scheiß, hätte ich auch nie im Leben gedacht, dass Bexel da, also jetzt nichts gegen Bexel, aber dass er das noch holt in dem Moment, hätte ich auch nicht gedacht, das stimmt. Ja. Ich dachte auch, da würdest du mit 2-0 rausgenommen, so nochmal, ja. Gut, da würde ich sagen, so, jetzt fackeln wir nicht lange rum. 385 Gold live auf Twitch, damit auch immer sehen könnt hier, alles, was ich irgendwie bekomme von irgendwelchen Leuten und auch, was die Leute quasi einzahlen hier, wird auch wieder ausgezahlt am Ende. Ja, hat sich gelohnt für dich, ne? Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja, gerne. Bist du für BWL ready, ey? Ja, soweit schon, hoffe ich. Also, es könnte noch das Spellpower Trinket droppen, aber ansonsten bin ich bereit. Kann jetzt losgehen die Woche. Geht ihr wahrscheinlich dann Donnerstag BWL und Mittwoch nochmal MC wahrscheinlich, ne, oder? Wir gehen morgen nochmal MC und am Wochenende geht's dann nach BWL. Ach, am Wochenende. Okay. Ja, okay. Ja, cool. Ohne Kack, dann nochmal vielen Dank an EasyPlay, an Old Division, an Vanilla, an die Gilden, die es hier heute supportet haben mit dem Gold. Ich denke, das ist auch einfach geiler für die Teilnehmer, ne? Wenn es wirklich auch ein bisschen um Gold geht. So, ne? Auf jeden Fall nochmal riesen Dank an die Leute, an die Sponsoren, an die Gilde Old Division und an dich natürlich auch für die Organisation. Ist auf jeden Fall korrekt, ja, danke, dass wir hier solche Server-Events haben. Richtig cool. Genau, ohne Scheiß. Und das ist halt auch auf diesem Patchwork PvP-Server, Leute, da gibt es auch einen Kanal, da könnt ihr euch auch für Duelle verabreden. Also wenn ihr echt so auch üben wollt, vielleicht fürs Turnier, oder wenn ihr da ruhig mal reinschreiben, dass ihr da Duelle machen wollt, vielleicht entwickelt sich ja so eine kleine Duell-Szene hier auch. Aber ich glaube, die würde eh dann so kommen, wenn die Leute einfach auch ein bisschen auch so ne, mehr Gold haben, dass man auch umskillen kann auf PvP immer und so weiter. Ja, ich denke auch. Genau. Gut, Leute. Dann, Porsche, danke dir. Ja, und danke auch. Also, du hast auf jeden Fall einen Platz safe im nächsten Turnier, ne? Korrekt. Aber das wird jetzt wahrscheinlich nicht direkt wieder in 2 Wochen stattfinden. Muss ich mal gucken. Eventuell, aber das wird auf jeden Fall angekündigt und dann sage ich dir auf jeden Fall auch Bescheid, ne? Wunderbar, super. Alles klar, oh. Dann danke bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, Leute, das war das zweite Patchwork Duellturnier hier auf Patchwork, dem deutschen PvP-Server Patchwork. Vielen, vielen Dank für jeden, der teilgenommen hat. Und das nächste Duellturnier wird jetzt nicht direkt heute angekündigt, weil ich einfach denke, dass es auch jetzt nicht so alle 2 Wochen stattfinden sollte. Das vielleicht einfach auch ein bisschen zu häufig. Alle 3 Wochen finde ich eigentlich ganz cool, dass man auch das ist nicht so, ne, soll auch was Besonderes bleiben, finde ich einfach, ne? Und das nächste Turnier wird deswegen wahrscheinlich in 3 Wochen kommen. Die Anmeldung davor werde ich so 1,5 Wochen vorher freischalten. Also gerne.